Hallo und herzlich willkommen zurück zu One Piece. Moment, wie ist der Titel? Unlimited World Air. Ich guck kurz nach, ob das so stimmt. Tatsächlich. Also, ihr seht, ich bin im gleichen Bildschirm wie vorher. Part wird nacheinander aufgenommen. Deswegen betone ich nochmal, auch in diesem Part werde ich die Zwischensequenzen nicht vorlesen bzw. nachsynchronisieren. Nur damit ihr das selber erstmal wisst. Wähle im Gasthaus außen aus, um einen Fortschritt zu speichern. Ja. Wir sind noch im Prolog. Tutorial haben wir super überstanden. Weiterspielen wollen wir auch. Ich hoffe, ich kann mir das so vorstellen, wie ich es... Also so... Klappt so, wie ich es wollte. あいつら?こいつら?ここで食事したのも食べ疲れてそのままで、これが食事の代金と宿泊費ね。うちは迷路か。悪い。俺今金持ってね。しょうがないわね。昨日助けて条件付き、ちょっとしたお願いを聞いて、聞いてくれるなら、お代はいらないし、しばらく。何なんだ、そのお願いって。ルフィ、大変だ! あれだ、つまりみんなさらわれちまった。みんな、ゾロとサンジとナミとロビンとフランキーとチョッパーとウソップとブルックと、とにかくルフィ以外のみんなだ。さらわれた?あいつらが?とにかくおいらについてきてよ。ちょっと まだ私の話が。男、お願い聞けばいいんだよな。じゃあそれで頼む。ねえ、本当?男に二言はないわね。ああ。なんかの間違いじゃねえか?あいつらがさらわれるなんて。間違いじゃねえって、おいら見たんだ。あっちの方、町の外のずっと向こう側にみんな。よし、案内しろ。 Diesen kleinen Tanuki oder was das ist? Mit wem konnte ich denn hier sprechen? Okay. Deine Crew, ich habe gesehen, wie ein paar von denen die Stadt verlassen haben. Okay. Interessant. So, schauen wir erstmal auf die Karte, wo ich hin muss. Da hinten ist das Gasthaus und... Ah, komm. Schon wieder eine Videosequenz. Ja, das ist halt der zweite Part in diesem Sinne. Das ist da alles noch ein bisschen lastiger als sonst. Okay, jetzt ist Episode 1, ein Blick zurück. Muss ich das weiter drücken oder geht das von alleine weg? Oha. Oh, guck mal, ich kann da sowas drücken. Was sind Attacken? Das ist Kamera. Ach, R2, ist alles egal, was ich hier drücke. Hier haben wir eine Leiter. Ich glaube, das ist gar keine Leiter. Ich bin Pese. Warum ist denn hier auf einmal Lava und alles? Ja, Punk Hazard war der Ort. Sagen wir mal, der Schlüsselort aus One Piece Pirate Warriors 2. Das kleine Fieder, Pato ist versüßt. Ich glaube, das soll ein Tanuki darstellen. Mir würde da ja was anderes einfallen, wenn da ein Drache auf mich vorkommt, als an Fleisch zu denken. Aktionstante. Bitte sag dazu einfach nichts. Aktionstaste. Manchmal wirst du im Vorlauf eines Abenteuers die Aktionstaste angezeigt sehen. Drücke Kreis, bevor die Anzeige verschwindet, um die Aktion wie Ausweichen oder Kontern auszuführen. Die Aktionstaste ist ein Mittel, um den Kampf einen Vorteil zu verschaffen.
Oha. Okay. Starke Stimme. Manchmal kannst du im Abenteuer Spezialtechniken ausfinden, die als starke Stimme bezeichnet werden. Mit der starken Stimme kannst du Freunde anfeuern oder auf Hilferufe antworten. Du erhältst TP und Boni. Wenn R1 angezeigt wird, drücke R1, um die starke Stimme einzusetzen. Übertreib es nicht, ansonsten wird die Verwendung längere Zeit gesperrt. Okay, setze die erlernte Spezialfähigkeit ein, um den Drachen zu verprügeln. Was ist das denn? Okay. Ich sehe momentan gar nichts. Ach so. Jetzt macht das so ein bisschen Sinn. Aber jetzt habe ich natürlich geträumt, aber er ist auch ein bisschen K.O. gegangen. Okay, laufen wir einfach rum und warten, bis wir wieder ausweichen können oder so. Komm. Also wir müssen nur ausweichen drücken. Ob er uns dann trifft, ist egal. Das ist doch schon mal interessant, oder? Okay, diesmal hat es nicht so ganz geklappt, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber jetzt hat es schon wieder geklappt. Und ihr seht ja, ich kann ja auch gleich weitermachen mit dem Angriff. Und eigentlich ist das schon wieder nur Viereck drücken. Ich probiere danach mal Dreieck aus. Kann ich das hier schon? Ich kann schon Special-Attacke machen, wie schön. Komm hier. Oha. Oder ich bin so schnell, dass ich einfach mich am gleichen Punkt wieder hinstelle. Aua. Okay. Ja, Ruffy denkt nur ans Fleisch, nur ans Fleisch. Okay. Okay, wir haben ein Level-Up, wie es aussieht. Hat das uns jetzt irgendwas zu sagen? Eigenes Wort prüfen, Item prüfen, Status. Level 2, ja. Nee. Hieb-Resistenz minus 10, ja, weil war schon klar, glasklar. So, wo müssen wir jetzt hin? Laufen wir mal erstmal hier hoch. Und der Feind vernichtet sie. Wo denn? Oh. Oh, das war knapp. Oh, das tat bestimmt weh. Oh, der hat eine Münze fallen gelassen, die will ich haben. 100 Berry erhalten. Du lebst noch. Okay, du kannst die Gegenstände aus dem Gras oder aus Fässern als Beute zurück in die Stadt bringen. Diese Gegenstände eignen sich zur Erweiterung der Stadt und für andere Sachen. Sammle so viele wie möglich. Wähle im Pausenmenü-Items, um dann Beute aus und deine gesamten Gegenstände anzusehen. Denk dran, du kannst deine Beute nicht einsetzen, bis du es zurück in die Stadt geschafft hast. Sehr schön, wir haben einen Holzblock bekommen. Momentan erinnert mich das ja so ein bisschen an so eine Mischung aus Unlimited Cruise und ich hab Angst, aua. Aus Unlimited Cruise und Pirate Warriors. Ey. So, meine Frage ist jetzt, kann ich hier irgendwo zwischendrin speichern, weil ich wollte den Part jetzt nicht mehr so lange machen. Und was mache ich da? Ach, das bringt mir Lebensenergie. Wie mache ich das kaputt? Haha, mit Dreieck, da mache ich so einen Schlangenarm-Technik. Da bin ich Piccolo.
Was seid ihr denn für Teile? Naja, so nicht. Na, euch mache ich schon platt. Und, ja. Ach, der ist schon tot. Habe ich ja gar nicht mehr mitbekommen. Weiß aber immer noch nicht, wo ich hinlaufen muss. Wird mir das nicht auf der Karte markiert? Vielleicht sollte ich da zum roten Pfeil gehen. Obwohl, ich glaube nicht, dass das was zu bedeuten hat. Weil da oben ist auch ein blauer Pfeil. Oh, guck mal. Normaler Reis. Normaler Reis, rostiger Schrott. Okay, das wird wahrscheinlich ein bisschen anstrengend, wenn man da irgendwann mal was... Wenn man da irgendwann mal dann viele Dinge farmen muss oder so. Dann wird das bestimmt ärgerlich und nervig. Ich weiß es aber noch nicht. Ich kann es ja nicht sagen, weil ich kenne das Spiel ja an sich nicht. Ich habe nur mal ein Let's Play von Yassi66 gesehen. Der... Da weiß ich, 3 Parts lang irgendwas gefarmt hat. Damit der weiterkommt im Spiel. Das war, glaube ich, aber auch Unlimited Cruise 2 irgendwie so ein extremer, schwerer Schwierigkeitsgrad-Mode und keine Ahnung. Aber Unlimited Cruise 1 habe ich im Übrigen auch da. Also wenn da Interesse besteht, kann ich das gerne dann irgendwann mal nach diesem Spiel hier Let's Playen. So, jetzt schauen wir mal kurz auf die Karte. Will ich die eigentlich alle kaputt machen? Ja, bis jetzt kamen da ja ab und zu auch mal Items raus. Oh, hier ist wieder ein Baum. Da ist noch ein Bäumchen. Da habe ich voll was weggeschleudert. Na, eine Truhe. Erhalten feine Asche. Oh, ich brenne. So, ja, ich weiß jetzt im Übrigen gar nicht. Bin verwirrt. Was ist denn das hier? Überprüfen. Punkte der verlorenen Wörter. Manchmal findest du Punkte der verlorenen Wörter, die sich mit besonderen Schlüsselwörtern öffnen. Finde das richtige Schlüsselwort, dann kannst du die Punkte der verlorenen Wörter öffnen und es durchgehen. Ein Punkt der verlorenen Wörter verrät dir bei einer Untersuchung, wo du das besondere Schlüsselwort findest. Spüre das gesuchte Schlüsselwort mit den Hinweisen, auf die du bekommst. Ja, sowas hasse ich ja. Das Wort für diesen Ort ist weg. Besiege die Feinde in Antigift. In Antigift-Ausrüstung und hole das Wort. Okay. Wahrscheinlich. Ja gut, die haben das jetzt gleich gemacht. Die muss ich da jetzt einfach nur besiegen und dann kriege ich wahrscheinlich das Schlüsselwort. Schlüsselwort. Lern doch mal sprechen, Junge. So, kriege ich's? Irgendwie nicht. Oder habe ich's schon und ich habe es nicht mitbekommen? Okay. Besiege die Leute im Anzug mit Antigift. Hier runter könnte ich theoretisch auch gehen. Ich weiß auch nicht, was mir das bringt. Ich weiß momentan gar nicht, was mir hier irgendwas bringt. Holzblock. So, da war ich schon. Und ich komme jetzt hier auch nicht... Ach so, warte mal. Nee, nix, warte mal. Keine Ahnung. Du mobst mich hier gerade so ein bisschen, Kollege. Ich soll das Schlüsselwort wiederfinden. Mann. So, hier lang geht's nicht. Doch, da lang würde es gehen. Aber von da komme ich ja. Warum sollte ich denn hier lang wollen? Das ergibt hier überhaupt keinen Sinn. Und was ist das eigentlich die ganze Zeit für ein... Ach so, das ist der Tanuki. Aha. Ich da nicht irgendwie hoch? Nee. Okay. Das Wort für diesen Ort ist weg. Besiege die Feinde in Antigift-Ausrüstung und hole das Wort. Das heißt, nicht, dass die das Wort mir droppen, sondern dass es... Genau das meinte ich.
Das taucht dann nur auf, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, weil auch jeder normale Mensch zuerst zu dieser Wand gegangen ist. Und dann eine Schatzkiste ist erschienen. Schatz, Ruffy, mach es auf. Nuki, Nuki. Was, du lebst noch? Ach so, der heilt mich dann. Überprüfen. Schlüsselwort gefunden. Der Gummipirat. Starke Wörter sind besondere Wörter, die die Fähigkeiten der Strohpiraten verstärken. Es gibt drei Arten von starken Wörtern. Fähigkeit, eigene und Item. Fähigkeitenwörter, du hältst sie im Verlauf des Abenteuers. Sie verbessern die Fähigkeiten deiner Charaktere. Eigene Wörter. Du kannst Charaktere damit ausrüsten, um deren Fähigkeiten zu verbessern. Itemwörter. Lege diese in die Itempalette, dann kannst du jederzeit starke Stimmen einsetzen. Du hältst mehr starke Wörter. Alle drei Arten, während sich die Abenteuer weiterentwickeln. In der Wortkiste findest du alle verfügbaren starken Wörter. Aber denk dran, du kannst starke Wörter nicht einsetzen, solange sie nicht zurück in die Stadt gehst. Okay. Gehe durch das Punkt der verlorenen Wörter. Okay. Okay, okay. Aber der Part ist auch schon wieder an dieser Stelle hier vorbei. Und ich weiß nicht, wie ich hier abspeichern kann. Hier vielleicht Option? Nee. Auch Vibration ist an. Finde ich jetzt leicht doof. Aber egal, da muss ich das halt. Dann nehme ich halt noch einen Part auf. Bis dahin.